schön. Vielen Dank. Danke, vielen Dank für den netten Empfang. Vielen Dank für den netten Empfang. Also immer, wenn ich auf der Bühne was Kritisches über die Medien sage, regen sich manche Leute schon auf, weil ich die Medien sage. Ja? Da habe ich dann immer in der Vergangenheit gehört, ach Mann, also wenn sie ausgewogen sein wollen, und das will ich ja im Kabarett ausgewogen sein. Also wenn sie ausgewogen sein wollen, Herr Mann, dann müssen sie sagen, dass wir hier in Deutschland hervorragende Medien haben, seriös, sachlich und besonnen. Sprach's und dann ist die Germanwings-Maschine abgestürzt. Natürlich war ich genauso geschockt wie Sie über das schreckliche Unglück. Aber bitte, wie schockierend, erbärmlich war denn der Umgang der Medien damit? Erinnern Sie sich? Zunächst gab es... Ja, oder? Zunächst gab es ja an Tag 0 kaum Fakten. Flugzeug war abgestürzt, viel mehr wusste man über Stunden nicht. Aber was die Fernsehsender natürlich nicht daran gehindert hat, mit null Infos sofort eine Nonstop-Katastrophenrevue zu starten. Experten wurden befragt, die nichts anderes sagen konnten, als ich will ja nicht spekulieren, aber... Na, dann hör den Satz an der Stelle auf, du Arsch, habe ich mir nur gedacht, ja? Aber es ging ja weiter. Dann Interviews mit Germanwings-Passagieren, kurz vorm Boarding, angesprochen mit der neuen Standardfrage des investigativen Journalismus. Und wie fühlt man sich jetzt? Immer wieder Schaltungen zu hochkompetenten Korrespondenten, die gegen Abend so unglaubliche Enthüllungen raushauen konnten wie es wird jetzt dunkel. Da hätte Loriot gesagt, ach was. Ja? Am nächsten Tag dann wollten die Öffentlich-Rechtlichen an der Seriositätsschraube drehen. Ne? Und dieses aufgesetzte Bemühen um Sachlichkeit hat dann den ZDF-Studioleiter in Frankreich, Theo Koll, heißt der Mann, hat ihn zu der unheimlich gefühlvollen Formulierung gebracht, die Bergungsarbeiten werden zu einem Wettlauf mit der Verwesung. Ja, Theo, deine TV-Präsenz so langsam auch. Ja, wieder andere Sender haben dann anschließend die lange Nacht der Flugzeugabstürze zelebriert und versendeten also so Dokus über spektakuläre Luftfahrtunglücke, ne? Geschmackssicher wie ein Zigarettenautomat auf der Krebsstation. Und immer wieder Bilder leidender, trauernder Menschen. Ich frage Sie mal ganz ehrlich, was ging in den Köpfen dieser Journalisten vor, die sich ins Auto gesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt fahren wir nach Haltern. Ja, was haben die gedacht? Was hatten die davor, außer die Trauer medial auszuschlachten? Absturzbilder und Stories gab es natürlich auch im Printbereich, da wo es Papier so geduldig ist, ne? Allen voran bei der Bild-Zeitung. Ich wollte erst nicht reingucken. Meine Frau hat zu mir gesagt, Tobi, guck nicht rein, du regst dich wieder nur auf. Aber ich dachte mir, komm, vielleicht bin ich einem alten Klischee über die Springerpresse aufgesessen und die sind bei solchen Themen mittlerweile dezenter als früher. Von wegen, ganz Bild-Style, gab es seitenweise Trauer und Horror mit fetten Überschriften und in Farbe, ja, die Absturzstelle seitenfüllend und auf der letzten Seite die schwarze Kondolenzseite. So als wollten die sich eine Art Ablass für die quietschbunte Geisterbahnfahrt durch das schreckliche Unglück schaffen, die sie auf den Seiten davor ins Blatt geschissen haben. Als ekelhaftes i-Tüpfelchen noch die Glosse von Franz Josef Wagner. Kennen Sie den? Franz Josef Wagner ist der Kolumnist der Bild, oder auch Kolumnist, wie ich ihn nenne. Der schreibt regelmäßig offene Briefe, passend zu seinem Hinterteil. Und kleiner Fun-Fact am Rande übrigens, wenn Sie Wagners Foto über dieser Glosse, wenn Sie das ganz lange anschauen, irgendwann riecht es plötzlich nach Cognac. Ja, das ist ja journalistischer Voodoo, der da passiert. Und dieser Wagner hat sich's nicht nehmen lassen, in der Absturzausgabe der Bild seinen offenen Brief mit der Anrede, liebe Absturzopfer einzuleiten. Und darüber zu sinnieren, ob die vorm Aufschlag noch eine Cola getrunken haben. Und Bild-Chefdemagoge Kai Diekmann lässt diesen verbalen Amokläufer immer wieder gewähren. Es ist zum Kotzen. Egal, ob es um Hetze gegen die Griechen, gegen Hartz-IV-Empfänger oder die Ausschlachtung von Katastrophen geht. Jede Bild-Zeitung, die nicht gekauft und nicht gelesen wird, ist ein Sieg der Moral über die Niedertracht. Ja, Sie klatschen. Ja. Und wenn ich sowas sage, dann sagen dann viele, ach Tobi, die Bild, die hat doch keine Macht mehr, die liest doch keiner mehr. Ja, gucken Sie mal richtig hin morgens beim Bäcker. Ich klaue ja das Drecksblatt jeden Morgen den Bildlesern unterm Arm raus und schmeiße es direkt in den Müll. Ja? Machen Sie das auch. Machen Sie auch. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Machen Sie es wirklich. Ja? Warum machen wir das nicht alle, oder? Einfach die Bild weg. Lassen Sie uns einen Hashtag einrichten, Bildwegtag oder so. Lassen Sie es alles machen, ja? Aber es ist ja nicht mehr nur die Bild. Die Springerisierung der Medienwelt ist ja in vollem Gange. Geschwindigkeit toppt Genauigkeit und so siegt viel zu oft der Irrtum. Gerade in Sachen Germanwings, ja, da gab es überall fehlerhafte, sensationsheischende, sinnlose oder pietätlose Berichterstattung. Und knapp eine Woche später war der Medien-GAU buchstäblich vom Winde verweht. Von einem Sturmtief namens Niklas.
Die Katastrophe war zu Tode gemolken wie eine Milchkuh in der Massentierhaltung und die nächste Sensationssau wurde durchs mediale Dorf getrieben. Aber hey, es sind nicht mehr nur die Journalisten schuld. Wir sind's. Ich, Sie, ja, wir als Zuschauer und Leser, wir alle. Weil wir jedes Aufregerthema mit Klicks, Quoten und Auflage belohnen. Davon angefeuert liefern sich die Redaktionen in Wettrennen und versuchen Skandale auf ihre Websites zu kloppen, möglichst noch bevor sie passiert sind. Hier, es könnte was passieren. Soll ich mal recherchieren? Das dauert zu lang. Klops raus! Und darum veröffentlichen übereifrige und überforderte Journalisten unter Zeitdruck halb anrecherchierte Stories, die wir dann in unserem täglichen News-Overkill mit einem Auge überfliegen und uns tierisch drüber aufregen. So funktioniert offenbar unser Mediensystem. Als ob ein Hektiker versucht, dem Choleriker ein Geduldsspiel zu erklären.